Zeitsoldat. Oho. Okay. So. Na schön, na schön. Erstmal nochmal schauen. Jetzt machen wir aber noch einmal ganz kurz. Ja. Jetzt machen wir noch einmal ganz kurz, aber die Suppe machen wir nochmal einmal kurz an. Moment. So, ich möchte nämlich einmal dahin. Ja, noch ein Erzstück. Sehr schön. So, perfekt. Und jetzt schnappen wir uns nach und nach die Seelensteine. Die Seelensteine, sag ich schon. Die Schlüsselsteine. Aua! Okay. So, Nummer 1 haben wir. Nummer 2 gibt's da ganz oben. Ja, genau, sehr schön. Okay, perfekt. Die beiden hätten wir. Ich hätte immer noch mal ganz gern... Nee, doch, okay. Nee, das war's. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch den. Aber die Frage ist... Also, da kommen wir so nicht hin. Die Frage ist, wie ist es gewollt? Okay, der Schlüsselstein ist klar. So nämlich. Ah, okay. Okay, okay, okay. Hä, was ist mit dem? Warum kommt der Spucker da nicht raus? Okay, das wäre jetzt merkwürdig. Ah, aber wir haben es nochmal geschafft. So. Ah, ach, wir können uns hier festhalten. Okay, okay, okay. Dann ist die Sache klar. So, perfekt. 4. Alle 4 Schlüsselsteine komplett. Sehr schön. Ah, schafft man das noch? Schaffen wir. So. Aber ich weiß noch nicht, wie uns das helfen soll. Außer der Baum sorgt dafür, dass sich das komplette Gebiet, die komplette Ebene erhitzt und alles komplett schmilzt, das Eis halt, ne? Das wäre halt die einzige Möglichkeit, was uns helfen würde, damit wir dann hier weiterkommen. Aber ja, jetzt gehen wir erstmal runter zu der Tür. Und dann schauen wir mal, was der Baum denn da macht. Oh, das ist schön, Serena. Da habt ihr ja Glück gehabt. Das freut mich für euch. Seit 160 Gold. Ist nicht günstig. Ist nicht günstig, ja. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie XY oder B zuzuweisen. Und wirf eine Feuerkugel. Sowas in der Art auf jeden Fall. Auf jeden Fall sowas in der Art. Wir machen B weg. Obwohl, wir können das auf Y legen. Ja, okay. I see, I see, I see. Ich habe dem gesagt, ich schaue, dass ich die besorge und melde mich dann wieder. Erstmal gucken, wie viel das so bei anderen kostet. Und ich lief halt woanders kostenlos bei einem Training mitmachen kann. Ja, ja, klar. Kannst du ja auch immer noch schauen. Logisch. Okay, was haben wir hier noch? Oh. Lichtstrahl. Die Kerze da oben. Oh.
Mysteriöser Samen, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Er leuchtet schwach. Vielleicht gibt es ja jemanden, der weiß, wofür so ein Samen gut ist. Okay. Also wenn wir jetzt sowas sehen, so Kerzen, so Fackeln, die irgendwo oben hängen, immer mal dran denken, die anzuzünden. Okay. Ja, gut, gut. Alles klar. Was können wir denn hier noch tun? Eigentlich nichts, ne? Aber da wird mir noch hier so eine Geisterkugel angezeigt. Aber irgendwie... Ah ja, egal. So. Ja, geilo. Nutze den Stoßangriff LB mit dem Ach was. Moment. Nutze den Stoßangriff LB? Was bedeutet denn das? Was macht Merci eigentlich so beruflich, wenn man es fragen darf? Du meinst vermutlich den Marcel? Was meinen die mit... Moment. Was ist der Stoßangriff? Ultrastoßangriff. Nutze den Stoßangriff LB. Nutze den Stoßangriff LB mit dem geladenen Lichtstrahl. Hä? Okay, was das jetzt damit zu tun hat, weiß ich allerdings nicht. Ist mir auch egal. Hauptsache, wir kommen hier raus. Nee, hä? Moment mal. Okay. Irgendwas... Warum wird mir nicht erklärt, wie ich diesen Stoßangriff einsetzen kann? Ultrastoßangriff verursacht mir Schaden und stößt weiter. Wie mache ich den? Aber wie? Ich nehme den mal mit rein. So, wie setze ich den ein? Nutze den Stoßangriff LB. Der hier, ja. Hä? Mit dem geladenen Lichtstrahl. What the fuck? Mit dem Lichtstrahl. Aber es geht nicht. Um größere Höhen zu erreichen. Ah, doch. Lul. Warum hat es... Okay, ich nehme alles zurück. Irgendwie hat es gerade nicht funktioniert. Ja, aber jetzt geht es. Okay. Na schön. Ich brauche wieder die Karte, bitte. Genau. Und dann geht es runter zum Portal. Okay, perfekt. Ich habe keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Nein. Muss nicht sein. So. Und jetzt sollten wir nämlich auch hier weiterkommen, ne? Ups. Ja. Oh, endlich wieder ein Portal, ey. Nice. Hat aber auch lange gedauert. Okay, Moment. Haben wir jetzt hier wieder irgendwo eine Kerze, die wir anzünden müssen oder so? Oh, ich kann mich daran erinnern, dass wir hier irgendwo eine Kerze hatten, oder? Vertue ich mich da gerade so? Kann auch sein, dass ich mich einfach nur vertue, aber wie kommen wir dann jetzt hier lang? Hä? Ah ja, na klar. Hier unten war diese Kerze, die ich gesehen habe. Ja, natürlich. Dann geht unten der Boden auf. Ja. Dann geht unten der Boden auf und wir können mit dem Wind nach oben. No, das nenne ich mal einen Plan.
Okay. Hau ran, lalala. Okay, weiter. Hier, da war die Kerze, die ich meinte und die ich gesehen habe vorhin schon. Genau, sehr nice. Okay, cool. Oh, Moment. Nein. Schade, ich dachte, wir können das vielleicht nochmal aufschmelzen. Dann gibt es da noch was versteckt. Okay. Nutze den Stoßangriff, um höher zu kommen. Ja. Machen wir. Aber reden erstmal mit diesem Mucki hier. Wie ist Serena geschrieben, aber Serena gesprochen. Viele sprechen jetzt immer falsch aus. War in der Schule auch so. Ja gut, ich meine, wenn da Serena steht, im Deutschen zumindest. Ne, dann nenne ich dich schon von nun Serena, okay. Aber finde ich ein schöner Name. Auch Serena oder Serena finde ich echt schön. Einen schönen Namen hast du da. Hallo, setzt du dich zu mir ans Lagerfeuer? Hatschi! Gesundheit. Ein Windstoß hat mein Lagerfeuer gelöscht, darum verstecke ich mich jetzt hier in der Höhle. Es tut mir leid, dass ich kein Essen für dich habe. Alles, was ich habe, sind Träume. Träume von Suppe. Von Suppe? Ist das eine Nebenquest? Will der, dass ich dem Suppe bringe? Oder what? Aua. Okay, wie machen wir das am besten? Ah, man kommt da auch so hin. Okay. So, schön. Soweit, so gut, aber... Ja, wir können auch mal kurz schauen, dass wir das so irgendwie machen. Natürlich ohne den Gegner zu treffen. Rufe Lieferando an und hol Suppe. Ja. Oh, shit. So. Ah, da oben ist die Kerze, die wir anzünden müssen. Okay. Klappt das von hier? Klappt. Aber das ist nur der Shortcut. Ah ja. Das ist aber nur der Shortcut zum Geisterportal, oder? Dann laden wir nochmal unser Leben und unsere Energie auf und speichern nochmal. Sehr gut. Und dann geht es rechts nämlich weiter. Genau. Komm her, den nehmen wir noch schnell mit. So. Runter macht keinen Sinn, also hier. Ah, ich hasse diese Viecher, die, wenn sie springen und landen. Ah, so scheiß Schadwellen auf den Boden. Schadwellen, bekennst du nicht. Auf den Boden hauen. Oh, what the fuck? Okay. Oh, aber eine Lebenszelle, nice. Und wir haben sogar eine vervollständigt, das heißt, unser Leben wurde erhöht. Perfekt. Sehr gut. Damit habe ich jetzt zwar nicht gerechnet, dass wir uns da so in Gefahr begeben für. Aber ja, dafür geht's dann jetzt hier. Ich wollte nur, dass da aufgedeckt ist. So, jetzt bin ich zufrieden. So, dann laufen wir jetzt einfach den Stamm hier hoch und gucken mal, wo es dann als nächstes hier hingeht. Okay. Ja, okay. Hier kommen wir wieder nur von der anderen Seite lang. Ein bisschen Spaß bei dem blöden Wetter. Vor uns hat es geschüttet wie aus Eimern. Jetzt scheint die Sonne wie im April. Ja, bei uns war heute eigentlich die ganze Zeit trocken. Und die Sonne kam auch ab und zu mal ein bisschen bei raus. Bei uns geht's heute eigentlich mit dem Wetter. Ah, jetzt kam ich... Mann, nein. Okay, scheiß erstmal auf die... auf die Lichter da oben. Aber was gibt es denn hier noch? Oh, lol, wie die uns einfach wegsnackt. Ey. Huch, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh.
Okay. Moment mal. Oh. Dann gehen wir da einmal hin, dass wir uns den... Okay, hat gepasst. Dass wir uns den Shortcut hier aufmachen können. Okay, wunderbar. Ja. Die Geisterlichter da oben erstmal scheiß drauf. Lassen wir da erstmal. Ah, freue ich mich jetzt schon wieder auf den Kampf. Freue ich mich jetzt schon wieder auf den Kampf vom Irrlicht. Das könnt ihr mir aber glauben. Mal so rein überhaupt gar nicht. Hier muss irgendwo eine Kerze sein, die wir anzünden müssen. Ich habe aber keine gesehen. Irgendwo. Aua. Habt ihr irgendwo eine Kerze zum Anzünden gesehen? What? Okay, Moment. Müssen wir aber nochmal... jetzt müssen wir aber nochmal suchen. Okay. Irgendwo haben wir hier was übersehen. Aua. Wie die uns wegsnackt. Jetzt haben wir die wenigstens auch. Ach, da oben, tatsächlich. Lul, okay. Okay. Nein, wie sollte denn... Ah, ich wollte so einen Feuerball, Junge. Ich wollte den Feuerball. Ey. Wie schnell die uns wegsnackt. Okay, nochmal. Nochmal. Ah! Nein! Ich will diese Geisterlichter jetzt haben. Oh, geh da hin, Alter, du scheiß Ori. Warum klappt das denn nicht immer? Jetzt aber... Nein, warum hatte ich meinen dritten Sprung nicht mehr? Ja, jetzt aber. Und wir haben wieder so viel Leben dadurch verschwendet. Na, 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 na. Okay. Au! Nein! Oh, ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt. Wir müssen das nochmal machen. Okay. Oh, manchmal geht das aber auch nicht. Ich schwöre, manchmal geht das nicht. Ich mache alles genau richtig. Ich mache genau alles richtig. Genau so, wie man es machen muss. Und manchmal geht es einfach nicht. Das ist, glaube ich, ein Bug oder so. Das, nicht schon wieder die scheiß Geist. Oh, shit. Ich hatte jetzt meinen dritten Sprung schon wieder nicht. Warum nicht? Jetzt aber! Geht doch. Wir haben aber schon wieder so viel Scheiß die Wand an. Das wird doch schon wieder nix. Hä? Habt ihr das gesehen? Das war Verarsche. Ich war längst weg. Ich bin längst hochgesprungen. Ah, geht doch. Wird schwer, wenn ich auf Ori scheißen will, sagst du? Ah, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Oh, shit. So. So, ohne. So, genau. So, und jetzt müsste doch das hier offen sein, oder nicht? Ja, ist es. Ah, nein. Ach, Mann. Oh, warum? Ich kann nicht alles... Alter Schwede. Oh! Keine Energie mehr.
Keine Energie mehr. So. So, jetzt aber. Na komm schon. Alter, warum, wie soll man, hä? Och, nö. Och, nö. Was ist das für eine scheiß Aufgabe? So. Da könnt ihr wenigstens mal speichern, dass man das Licht angezündet hat. Fuck. Nein. Oh, shit. Okay. So, wir müssen jetzt halt irgendwie da hochkommen, aber... Ja. Es geht halt nicht, weil das... Es dauert zu lange. Hä? Gibt es da noch irgendwie einen Trick oder so? Man ist halt wieder Geheimsprache. Nee, ich muss halt da wieder diese Leuchtkugel benutzen und dann schnell hochspringen. Aber wir müssen hoch genug sein. Das heißt, ich muss noch ein... Fuck. Das heißt, ich muss noch ein bisschen... Hm. Man muss halt noch ein bisschen warten, bis die Kugel wieder runterfällt. Aber so viel Zeit hat man nicht, weil die Scheiße hier zuschnappt. Versteht ihr mein Problem? So. Oh Gott! Okay. Oder kann man das irgendwie noch leichter machen hier? Da! Ja, jetzt kommt... Oh Gott im Himmel! Oh, lululul. Er hat gespeichert und wir brauchen Leben. Also wenn jetzt bald... der Bosskampf kommt, so brauchen wir da gar nicht reingehen, ne? Nicht so ganz. Das, ist das nicht einfach Jump'n'Run? Hä? Ah, mongolisch ist das nun auch nicht, ne? Oh, shit. Boah, der Eisleune. Komm her, Alter. Ja, komm. Fick dich. Ja. Oh, es kommt noch mehr. Oh nein, nicht so ein Vieh. Oh no. Und dann auch noch mit. Oh no. Nein, ich habe mich verdrückt. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. So. Die erste ist weg. Aua. Aua. Weg mit euch. Aua. Hör auf. Ich kann nicht höher springen! Was soll ich denn tun? Mann! Scheiße! Naja, super. Ja, klar. What? Wie soll man... What? Wie soll man denn da rauskommen? Hm? Okay. 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 Dann bewahren wir jetzt hier mal unsere Energie. Okay, okay, okay. So. Jetzt nicht von den scheiß Viechern hier treffen lassen. Und natürlich auch nicht verdrücken. Besser ist es. So. Hä? Wo hat der hingeschossen? Bescheuert! Aua! Komm her. Okay, die erste Wespe ist schon kaputt. Ich habe eigentlich auf Katapultieren gedrückt, aber okay, hat ihn nicht interessiert. Egal. So, komm her. Wie der uns nochmal trifft, weil er abprallt und zurückgeht, ne? WTF. Okay. Alter Schwede! What the fuck?
doch nicht normal! War's das? Das war's, okay. So. Wenn das Vieh noch Pferdebeine hätte, wäre es ein Zauberer. Ein Zauberer? Warum Zauberer? Wer hat den hier gezaubert? Okay. Ah, Moment mal. Es geht hier auch weiter runter? Ich glaube, da ist noch ein Secret da unten, oder? Nein. Ach, hier gibt es die Schlüsselsteine. Ah, okay, okay, okay. Moment. Die schnappen wir uns mal. Ich will aber einmal ganz kurz ein Magnet wieder reinsetzen. Für den hier am besten. Weil es halt echt nervt, genau zu den Kugeln fliegen oder genau die einsammeln zu müssen. Anstatt, dass sie halt über den halben Bildschirm wirklich zu uns fliegen, ne? Das hier war das, ne? Genau. Aua, scheiße. So. Das ist nun auch kein Mongolisch, Marvin. Was? Mongolisch? Ich weiß jetzt nicht, was ihr meint. Okay. Oh, shit! Okay. Gehen wir auf dem Rückweg nochmal oben lang. Gucken wir mal, was es noch hier so gibt. Auf jeden Fall keine Winde mehr. Okay. Hallo? Oh, schon wieder so ein Leune. Warum? Weil. Oh, es gibt hier Händler. Oh, Moment, was wollen die? Du hast mir würzige Kräuter gebracht. Wo hast du sie gefunden? Die wachsen nur auf gefährlichen Felsnasen und müssen bei Vollmond geerntet werden. Und sie sind genau das, was ich für eine perfekte Moormuschelsuppe brauche. Ein seltener Genuss. Okay. Ah, da bekommen wir die Suppe, die der eine Mucki haben wollte. Neuen Questgegenstand gefunden. Okay, schön. Okay, schön. So, ich bin aber mal eben ganz kurz auf Klo und meine Tasse ausspülen.